Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In den letzten zwei Jahren wurde bei nahezu jeder gesundheitspolitischen Debatte so getan, als gelte es, jedes Leben um jeden Preis zu erhalten. Und heute nun diskutieren wir darüber, wie der Staat Menschen dabei helfen sollte, ihr Leben zu beenden. Obwohl es 2020 eine deutliche Untersterblichkeit gab, wurden Millionen psychisch Kranke, Zehntausende Krebskranke und Zehntausende mit schweren Impfnebenwirkungen in Kauf genommen, um zu versuchen zu verhindern, dass auch nur ein weiterer Mensch als Corona-Toter mehr stirbt. Nun also diskutieren wir hier über Sterbehilfe. Und ich fand sehr, sehr interessant zu beobachten, dass einige der Befürworter schärfster Corona-Maßnahmen mit all den damit verbundenen Gesundheitsschäden sich nun für weitreichende Sterbehilfe aussprechen. Zwei Jahre wurden Würde und Selbstbestimmung mit Füßen getreten. Es freut mich sehr, dass hier und heute nun viele Würde und Selbstbestimmung in den Vordergrund stellen. Und ich wünsche mir, dass das künftig auch bei allen anderen Themen so sein wird. Es muss klar sein, dass Sterbehilfe anders als Corona nicht zum Geschäftsmodell mit Milliardengewinnen für Pharma und Ärzte werden darf. Es muss sichergestellt werden, dass niemand besser verdient, wenn sich am Ende einer Beratung jemand für den Tod entscheidet, als wenn derjenige sich für das Leben entscheidet. Und die Entscheidung über Sterbehilfe sollte nur derjenige selbst treffen können. Aber man sollte eine Möglichkeit einräumen, durch die der Mensch in einer Patientenverfügung bestimmte Parameter festlegen kann, wann er Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. Wenn jemand bei vollem Bewusstsein eine Verfügung formuliert, dass er, wenn er massive Schmerzen hat und beispielsweise nach einem Schlaganfall nicht mehr seinen Willen klar formulieren kann, er Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte, warum sollte man es ihm verwehren? Grundsätzlich sollte Sterbehilfe aber eng begrenzt sein. Wer unheilbar krank ist, wer starke Schmerzen hat und leidet, der sollte das Recht haben, sein Leiden zu beenden und dabei auch Unterstützung finden. Das ist menschlich. Bei schweren Leiden muss das auch ohne lange Wartezeiten möglich sein. Auch bei Menschen, bei denen man weiß, dass die Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen mit Leid verbunden sind, weil die Menschen Schmerzen haben oder das Sterben sich tagelang hinzieht, bis der Mensch elendig erstickt oder verdurstet ist, sollte es die Möglichkeit geben, mit der Spritze dem Leid ein schnelles Ende zu setzen. Aber gesunden Menschen dabei zu helfen, sich aus dem Leben zu befördern, nur weil diese lebensmüde sind, das ist nicht Aufgabe des Staates. Das hat auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinem Urteil vom 12. April dieses Jahres festgestellt, in dem erklärt wurde, dass es kein grundsätzliches Recht auf Beihilfe zum Suizid gibt. Und das sollten wir alle auch bedenken, wenn wir uns um die entsprechenden Anträge bemühen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin